Willkommen zurück zu Gekruschpel und Bloody Dublin von Wolfbeit LP und den anderen beiden. Hi. Hi. Eben haben es alle drei geschafft, auch wenn mit ein paar Versuchen mehr, aber wir haben es geschafft. Und ich finde, es ist ein Grund, stolz auf uns zu sein und seinen Kopf in eine Kreissäge zu rammen. Zur Feier des Tages. Leute. Warum werde ich jetzt eigentlich wieder umgebracht? Weil du der Mann bist. Nein, nein! Warum muss der. Und warum wird jetzt der Mann genau umgebracht? Weil Männer scheiße sind. Was piept hier eigentlich die ganze Zeit? Ist das Schussvisier? Ja, das ist Schussvisier, wenn das was bringt. Ich hör's nicht mal. Ich hör's piepen. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer es piepen hören. Vielleicht hast du einen Tinnitus. Bei mir piept's bloß. Jetzt haben wir hier. Mann, ich weiß nicht, was hier der gute Zeitpunkt für die Kreissäge ist. Ich hab jetzt gerade eine andere Idee, wie das funktionieren könnte. Das wird aber nicht funktionieren. Das ist viel zu knapp, die Zeit. Nee, das geht nicht. Nö. Oh Gott, ich glaube, ich weiß. Oh. Ja. Scheiße, Entschuldigung, Wolf. I don't trust this. Nein, nein, nein. Okay, doch, ich glaube, ich hab's raus, wie es funktionieren sollte. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich hab's, ich weiß es. Den Zeitpunkt habe ich auch. Ich auch. Verdammt. Ich war nah dran. Aber der Zeitpunkt ist, glaube ich, ein bisschen anders. Nämlich hier. So, Leute, ich bring mich da mal um, ne? Wann bist du losgesprungen, Wolf, nochmal? Als die... jetzt. Auf dem Weg nach unten. Ich bin links an der Kreissäge vorbeigesprungen. Als sie in der Mitte war. Könntet ihr mal aufhören, so lasziv ins Mikrofon zu atmen? Mach ich nicht. Dann ist das voll. Aber ich hab's die ganze Zeit schon so. Ja, aber du hast eben nicht so stark reingeatmet. Oder bist du jetzt zu Darth Vader geworden? Ja. Ich hab's versaut. Mich bitte nicht töten, ich kann es schaffen. Entschuldigung, er standet einfach da. Passanten stehen auch einfach irgendwo. Ich schau nicht immer um. Doch. Mist, das war der falsche Zeitpunkt. Da. Da. Die will okay, Bonnie, du kannst springen, ich mach. Ja, danke. Ich leg mich einfach ins Bett und tu den ganzen Tag lang gar nichts. Nein, Mama. Ja, Mama. Seht ihr mal, zu was das uns getrieben hat. Alle schreien nach ihrer Mama. Aber Bonnie ist meine Mama. Meine Mama. Entschuldigung. Ich will euch nicht töten. Ja, ja. Ich will euch nicht töten. War ein Versehen. Soll ich mich auch mal in den Tod stürzen? Mach, ich hab's schon zweimal gemacht und ich hab's zweimal verkackt. Ja. Wolf, geh weg von dir. Wer macht jetzt? Keine Ahnung. Dann übernehme ich. Hä? 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 Cool, Miso ist durchgeglitscht. Ernsthaft? Was? Du hast dich durchgeglitscht. Aber ich bin doch nur... Was? Hast du super gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ich hätte es jetzt vermutlich eh geschafft. Ey, die Stelle kenne ich, die hat mal PewDiePie gespielt. Keine Werbung für andere Let's Player, die ich genehmigt habe. Oh ja, stimmt. Nee, oder? Doch. Wie funktioniert das mit der Hand? Oh ja, stimmt. Kann es sein, dass ich der Einzige bin, der diese Stelle schafft? Nein, nein! Okay, machen wir nacheinander. Es
wird immer besser und besser. Dritter Tag. Leute, ich schaff's einfach nicht. Ja, auch nicht. Oh, jetzt. Wolf, sollst nicht vorgehen. Dann bleib nicht zurück. Ich gehe ja nicht vor, ihr bleibt bloß zurück. Miso, das war jetzt der einfache Teil. Ja, ja, ich überlege. Let me think. Goddammit. Danke. Ne, Mist. Ich komme hier immer noch nicht runter. Von oben krieg ich irgendwie besser hin. Bonnie, nicht mehr das Let's Play sterben. I try hard. Wenn du zu früh stirbst, dann wird's für die Zuschauer so unlieb, sich an einen neuen Charakter gewöhnen zu müssen. Deswegen. Oh Mama, ich komm hier nicht vorbei. Ich auch nicht. Heißt, ich muss wieder reißen. Ja. Genau, das heißt das. Nein, ich hab doppelt geschafft. Es wird irgendwie immer schlimmer. Wie kommst du da nur drauf? Ich komme hier mittlerweile nicht mal mehr durch die erste Lücke durch. Und ich bin doof. Wolf, du hast mich gerade umgebracht. Echt? Entschuldigung. Ja. Ich habe mich aber auch schon so oft umgebracht. Nichts Besonderes von mir umgebracht zu werden. Tut mir leid. Oh. Au. Ja! Ja! Tut mir leid, ich musste gerade schreien. Freu dich nicht zu früh. Bis ihr hier oben seid, ist noch ein langer, harter Weg. Mann, Wolf, du bist so nicht. Ich hasse dich. Nur weil ich es durchschaffe? Ja. Ich will nicht. Ja! Ja. Wann muss ich da springen? Direkt vor der Faust. Dass die Faust dich nicht trifft. Hat ja super geklappt. Es ist sehr, sehr. Es ist nicht leicht. Es ist halt Präzision. Ich habe keine Präzision hier. Darf ich nicht weiter? Nein. Guckt euch einfach den Anfang an. Und dann sagt mir doch mal, dass ich nicht weitergehen darf. Okay, Wolf, was muss ich machen? Ich muss vor der Faust springen. Ja, und davor ducken. Erst ducken und dann springen, innerhalb von einem Feld. Oh, holy. Fast. Oh, es gibt noch eine Sehenscheinentzündung von dieser Tastatur hier. Ich hatte es doch gehabt. Glaub mir, das danach wird auch nicht leicht. Ach, weißt du schon, was danach kommt? Also, nee, ich meine, der Teil mit den zwei weiteren Fäusten. Ach so. Willst du uns jetzt hier sagen, dass es für uns einfach zu schwer ist und dass du nur das kannst? Sieht das für dich so aus? Wenn du halt sich immer für was Besseres. Naja, genau. Ich möchte ja nichts sagen. Halt du es. Bitte, ja, wir sind hier immer noch im dieses Programm hier. Ich weiß noch nicht, wann es läuft, aber es läuft auf jeden Fall vor 2015. Da dürfte sowas nicht sagen. Ist immer noch Familienprogramm. Man kann sich doch das Let's Play auch nach 2015 anschauen. Ja, aber dann kann ich so schlecht das reinschneiden. Und das wird ja released um 20... Nee, nicht 2015. Es wird released irgendwann am Nachmittag. Ich habe keine Lust mehr. Ich gucke mir jetzt Kaneki an auf dem Dashboard. Darf ich einfach weitergehen? Ja. Okay. Gut. After rain comes sunshine. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein. Nö. Bonnie! Ja? You've killed me. I'm not even sorry. Oh, sorry. I'm not even sorry. Oh, sorry. Bonnie!
Das ist insgesamt eine Massenmörderin, die hier bezahlt wird, um Luft zu bringen, ich sag's euch. Ich bin eher eine Selbstmörderin, aber okay. Aha, also auch noch Terrorismus. Selbstmordattentäter. Ich reiße euch mit in den Tod! Diese Klinge geht einfach zu weit, ich kann die nie abschätzen. Ja! Okay. Miso, ich bin bis jetzt am weitesten mal wieder gekommen und du bringst mich wieder um. Ja, okay. Genau, du bist am weitesten gekommen. Natürlich. Sag nichts. Die Musik ist auch anders hier. Ja. Es ist halt Sonnenschein. Hier ist Freude angesagt. Freut euch! Ja, ich hab mich noch nie so gefreut. Oh, Wolf! Selber schuld, du hast mich vorhin auch umgebracht. Ich war fast drüben. Tja, Wolf. Ich warte jetzt ein. Hallo. Hi, Pony. Tschüss, Pony. Oh, du Bitch. I'm so sorry. Du standest da einfach so. Ach man, ey. Wolf, du bist so eine behinderte Arschkuh. Ich hasse dich. Nur weil ich gut spielen kann. Halt die Fresse. Du hast bestimmt geübt. Ich hab dich geübt. Ja, das sagen sie alle. Ich hab die letzten Tage Darkest Dungeon gespielt. Es ist so viel im Voraus aufgenommen. Bonnie, du lebst übrigens in Darkest Dungeon noch. Wow, ich wurde auch erstellt. Ja, du hast gerade so überlebt. Wieso nicht? Mama. Oh. Ein Gargoyle hat sie umgebracht, bevor ich sie heilen konnte. War unfair. Lu! Ich will aber nicht tot sein, Wolf. Mach mich nochmal. Okay. Hast du irgendeine Wunschklasse? Ich weiß nicht mal, um was das Spiel ist. Schon ein paar Parts draußen. Kannst du mal reingucken. Ist so rundenbasiert mit Adventure und wer halt stirbt, ist wirklich tot. Oh, das ist ja scheiße. Ich bin ein, wie heißt die? Grave Robber. Also, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht an. Grabräuber. Genau. Das war jetzt sehr schwer zu übersetzen. Ja, ich hab das manchmal, dass mir tatsächlich einfache deutsche Wörter nicht einfallen. Ja, ein Grabräuber. Der wirft mit Bolchen. Dann gibt's einen Crusader. Bonnie ist so eine Art Thief-Klasse. Du kannst blenden, du hast so einen Messerhaken. Mir fällt gerade. Ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen. Nein! Auf jeden Fall kannst du stunnen. Und hast eine Axt. Bonnie war vorher eine. Miso war vorher eine. Nicht Amazone, Quatsch. Barbarin. Miso, du hast verdammt schlecht getroffen, das möchte ich dir mal sagen. Hättest du ein bisschen mehr getroffen, wärst du jetzt nicht tot. Oh. Ich sing bald zu dem Lied mit, ne? Mach doch. Ja, jetzt! Wenn's an dir vorbei ist, schnell rüber! Oh, Mann! Ich hab echt gedacht, du schaffst's. Danke, danke. Das Vertrauen gibt mir Mut, es nochmal zu probieren. Nicht rüberspringen. Rüberspringen ist die schlechteste Idee. Ich hätte eh keine Chance mehr gehabt. Doch, wenn du ein Stück nach links gehst, kannst du es, glaube ich, gerade so überleben. Nee, dann werde ich entweder von den anderen kaputt gemacht oder von dem. Nee, ich glaube, es gibt genau ein Feldbreite, in dem der so überlebt. Das ist hier alles auf dem Pixel genau ausgemessen. Apropos Pixel genau, am Sonntag kommt mein Spiel. Also, vielleicht ist es schon draußen. Eine wunderschöne... Was? Ja, stimmt, Bonn. Miso weiß es schon. Ja, ich erfahre hier immer alles als Letzte. Oh, ich bin noch special. Ja, ich habe mit anderen Leuten für die Uni ein Spiel programmiert und das kommt am Sonntag raus. Wolf, wann ist hier der perfekte Zeitpunkt, um wegzuspringen? Mitte. Kling in der Mitte. Nailed it.
Ich meinte Mitte rechts, nicht Mitte oben. Ja, das hättest du präzisieren müssen. Ich dachte zwar klar, dass ich, wenn die Klinge direkt über dir ist, du nicht so Mann, rein aus Instinkt. Bei mir glitschen gerade die Klingen. Ich glaube eher du. Bonnie, du glitschst gerade durch die Klingen bei mir. Bonnie macht hier wieder Immortlang. Wenn sie keine Lust mehr hat, dann ist sie unsterblich. Oh. So knapp! Oh. Ich fühle den Hass. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Der Hass wird euch Kraft geben. Oh. Und den Boden rot machen. Das sind... Also Leute, wenn ihr... Seid ihr über 18 und habt gerade nichts zu tun, dann guckt nicht aufs Video. Hört einfach bloß den beiden zu. Diese Geräusche. Könnt ihr euch im Porno so vorstellen. Hallo. Ein sehr brutaler Porno. Das ist ein normaler Porno. Gibt's sowas? Stimmt. Oh, nenn das Video bitte 50 Shades of Trapland. Ich versuche es mir zu merken. Oder 50 Shades of Red. Genau, 50 Shades of Red. Nein! Das ist gut. Sobald ich weitergehen darf, ihr müsst nur sagen. Nein, mein Bonnie. Sorry. Ich bänder den Part auch wieder direkt. Ist interessant, wie viele Level wir pro Part schaffen. Maximal 2. So alle 10 Minuten 1. Ja. Aber in das Level zum letzten Part haben wir ja wirklich alle drei geschafft. Bloß Bonnie ist dann wieder disconnected. Der Witz war ja, Miso hat es vorher schon einmal. Da wart ihr ja, glaube ich, noch dabei, ne? Ja. Als Miso es geschafft hat und dann auch disconnected wurde. Es, ja. Es ist traurig. Was? Ach so. Das war echt traurig. Oh Mann, ich weiß nicht. Ich. Voll schlangweilig. Disco Pogo. Warte. Nee, ich bin nicht. Richte dein Monokel und. Mein Monokel. Los, Henry. Komm rüber, Alter. Henry. Ja, ich auch mein Monokel. Was? Oh. Die Kreisding schon wieder. Nee, das Bonnie. Puh. Oh. Auch irgendwo fühle ich ja mit euch. Gibt's einen hohen Zeitpunkt, wo man am besten wegspringt, wenn die große Kreissäge irgendwo ist? Das weiß ich nicht. Das habe ich auch nur mit Try and Error gemacht. Ja, durch. Das schon damit Mini-Jump rüber zu mir. Nein! That pain in the voice. Ich gebe auf. Ich habe keine Lust mehr. Ich guck mir jetzt Kaneki an. Oh, er stöhnt so schön. Oh, okay, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Okay, Leute, lasst uns einen Kommentar da im nächsten Part mal weiter. Dann sage ich Tschüss und bis dann. Euer Wolf.